Ja, hallo, grüß dich. Ich möchte mich wieder von der Natur in seiner vollen Pracht, nachdem sie sich jetzt Monate ausgeruht hat und Kraft gesammelt hat, um zu sprießen, um sich zu zeigen, jedes einzelne Blatt, jeder einzelne Baum, jeder einzelne Halm zeigt sich jetzt wieder in seiner vollen Energie und in seiner vollen Pracht, was in ihm steckt. Und da taucht für mich die Frage auf, hast du die letzte Zeit auch, bist du in dich gegangen, hast du dich gelöst von dem ganzen Mainstream und hast du genossen in der Natur, beobachtest du sie und weißt du, welche Sprosse in dir sich jetzt zeigen möchte? Ist dir völlig klar, was in dir schon lang brennt, was jetzt sichtbar werden darf, weil sich zeigen darf, wie die Natur in ihrem natürlichen Prozess. Welche Sprosse steckt in dir, die jetzt gesehen werden will? Kennst du deine wahre Sprosse in dir? Kennst du, welcher Sprössling du bist und der sich jetzt zeigt? Weil um das geht's. Das ist das Einzige, worum es geht. Alles andere ist auf Zetteln gemacht, die sich irgendwie einfallen hat lassen. Das, was du in der Natur erlebst, steht auf keinem Zettel. Es ist ein ganz natürlicher Prozess. Und dass du in dir diesen natürlichen Prozess entdeckst, der sich jetzt zeigen darf, in Zeiten wie diesen, löst dich von all deinen Mustern, die dir irgendwer gesagt hat oder irgendwer auf Zettel geschrieben hat, und zeige dich in deiner wahren Größe, die in dir steckt. Lass deinen Spross blühen. Und das wünsche ich dir vom ganzen Herzen. Und geh in die Natur und entdecke, welche Sprossen dir die Natur zeigt, welche Großartigkeit da drinnen steckt, genauso wie in dir. Alles Liebe.